Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Es waren nicht die Schriftgelehrten und Pharisäer, die klugen Köpfe. Es waren immer die einfachen, die sogenannten kleinen Leute, die bei Jesus waren und zu denen Jesus gegangen ist, die bei ihm ausgehalten haben, die ihm zugehört haben, die sich ins Herz haben treffen lassen von seinen Worten, seiner Lehre, seinen Gesten und seinem Weg. Im Evangelium heißt es einmal, Jesus blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Wenn ich einmal wieder weit weg bin von ihm, denke ich an dieses Wort. Wie kann ich seinen Willen tun? Indem ich bei ihm bleibe, bei ihm aushalte, mir zu Herzen sprechen lasse und so von ihm als Bruder anerkannt werde, angenommen werde und geliebt werde. Und das gilt für uns alle. Suchen wir immer wieder bei ihm zu sein, uns von ihm berühren und treffen zu lassen, von seinem Wort leiten zu lassen, gerade dann, wenn wir abdriften, wenn wir auf Abwege geraten. Und lassen wir uns durch die Geschwisterlichkeit, die er uns schenkt, zu ihm zurückholen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du sagst, wer deinen Willen tut, ist dir Bruder und Schwester und Mutter. Hilf uns, dass wir unser Leben immer wieder nach dir ausrichten, um in deiner Geschwisterlichkeit Geborgenheit und Leben zu finden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.